Ja, aufpassen heißt es, wenn es um den Kauf von Luxusuhren oder Designerartikel geht. Am 14. November ist dem Wiener Zoll ja ein Schlag gegen Schmuggler gelungen. Dabei wurde ein Reisebus aus der Türkei aufgehalten und dann staunten die Ermittler nicht schlecht, als sie über 400 Kilo Lebensmittel und aber auch Zigaretten und vor allem gefälschte Designerartikel vorgefunden haben. Die Passagiere selbst haben Lebensmittel mitgebracht, die dann sofort vor Ort auch noch vernichtet wurden. Und auf der anderen Seite gab es aber auch diese Designerartikel, die hier geschmuggelt wurden. Davon dürften aber die Passagiere nichts gewusst haben. Die drei Fahrer, die stehen jetzt im Verdacht, eben diese Schmuggelware über Österreich nach Deutschland zu transportieren oder dass sie das eben wollten. Das Ziel des Reisebusses wäre München gewesen. Die drei Herren erwarten jetzt Strafen, auf der einen Seite Geldstrafen, saftige. Es ging bei den Designerartikeln im Wert von 1 Million Euro. Das heißt, da könnten Strafen bis zu 400.000 Euro auf sie zukommen, aber auch Haftstrafen stehen in Aussicht. Zwischen 2 und 4 Jahren gibt es nämlich für Schmuggeln. Das heißt, achten Sie beim Kauf von Luxusartikeln und Designerstücken ganz gut darauf, wo Sie sie denn kaufen, denn nicht, dass auch Sie sich damit straffällig machen.